Du hast das Stoßen erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du Y bei Laternen oder feindlichen Projektieren gedrückt halten und dann in die Richtung zielen, in die du losstürmen möchtest. Projektile werden in die entgegengesetzte Richtung umgelenkt. Ah, okay. Okay. Ah, okay. Cool. Jetzt hier noch weiter? Nee. Das ist sehr interessant. Du kannst deine Feinde stoßen, nutze Y und lege eine Richtung fest. Aber hier doch noch nicht, oder? What? Okay. Nö, hallo. Wow. Komme ich jetzt da runter? Hä? Oder da hoch? Hä? Wieso geht das denn hier? Jetzt bin ich ja ein bisschen überfragt, wie wir hier weiterkommen. Ach so, ah. Ah. Nun verstehe ich das Ganze auch. Fast. Ach Gott. Wow. Das wird auf jeden Fall eine schwere Geburt. Thank you.
Na, wieso fahre ich denn jetzt da runter? Das gibt's doch gar nicht. Nee, das schaffe ich nicht. Was echt schade ist. Wie sollen wir denn jetzt da hochkommen? Nee. Du hast eine Energiezelle gefunden. Yay. Oh, vielleicht hätte ich den noch gebraucht. Mist. Ja, nee, wir kommen auch so hier hoch, glaube ich. Sachen auch die Laternen am Anfang. Ich glaube, am Anfang in den ersten Leveln haben wir auch Laternen gesehen. Jetzt machen die Sinn, ne? Wo ich am Anfang dachte, können wir da vielleicht irgendwie dagegen schießen oder so. Aber jetzt wissen wir, wofür die waren. Wie kann ich denn da vorbeispringen? Das gibt's doch gar nicht. Okay. Das gibt's doch gar nicht. Nein, wieso? Wieso? Ah! Der Level macht mich echt ein bisschen fertig. Jetzt trifft jetzt dieses komische Ding nicht. Der Level macht mich echt ein bisschen fertig. Thank you.
Puh. Holy moly. Anstrengende Sache heute hier. Speichern wir auf jeden Fall. Oh. Direkt vor den Dorndingern, die ich mal wieder nicht gesehen habe. Yay. Habe. Oh, das ist wieder ein Boss, ne? Mit sich bewegenden Plattformen. Hooray. Hä? Nee. Töte ich den denn? Ach, ich weiß wie. Ich bin ja auch ein bisschen doof. Kriege ich eine neue Fertigkeit? Okay. So scheinbar nicht. Mäh. Nee. Mach ich den denn tot? Ah, okay. Wieso ist der denn da jetzt wieder runtergefallen? Jawohl, jetzt können wir da rüber oder da hoch. Okay, das hier bleibt jetzt auch ausgefahren, das ist super. Yay, Brunnen. Geisterportal meine ich natürlich. So. Hallo? Ach Gott. Nein, 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 nein. Bitte nicht. So. Das Herz des Ginsoborms bewahrte das Element des Wassers einst sicher auf. Doch nun ist es verdorben, gänzlich verfault und verwest. Ja. Wir müssen ihm helfen, es heilen und den ganzen Schmutz beseitigen, indem wir den Verfall rückgängig machen. Und zwar auf beiden Seiten. Okay. Spinnen. Wow. Ach, hier, und so ein Kanopka kommt natürlich auch noch. Boah, das ist fies, ey. Du kommst hier oben an. Und wirst direkt attackiert. Komm, schieß mal auf mich. Okay, ich glaube, wir brauchen das Geschoss, ne? Ah, das war zu hoch. Das war auch nicht gut. Mensch. War ich denn hier schon wieder? Hä?
Probleme mit dem Ding zu zielen. Oh, der war gut. Treffer. Yay. Jetzt noch die andere Seite. Ach, oh Gott. Das war eventuell ein bisschen dumm. Ein bisschen. Nanu? Nanu? Okay. Aha, okay. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich hier machen muss. Aber ich springe erstmal hier hoch. So. Das ist auch schon mal die richtige Richtung. Oh Gott, wie machen wir das denn? Wir müssen also irgendwie diesen Schuss hier rüberleiten. Irgendwie diesen Schuss hier rüberleiten. Funktioniert das? Ups, das war zu früh. Ach du Scheiße. Nein. Och, nö. Wie soll man das denn machen? Bis denn einmal durchfliegt, das geht doch gar nicht. Wieso ist der da jetzt runtergefallen? Nein! Och Mann! Dann klappt das mit dem Ziehen auch so schlecht. Stellenweise. Na gut. Ich werde hier, denke ich, erstmal wieder eine kleine Aufnahmepause machen. Um wieder ein bisschen Energie für Uri zu tanken. Und ich bedanke mich wie immer vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute für das neue Jahr 2016. Auch wenn die Folge wahrscheinlich jetzt irgendwann Mitte Januar rauskommen wird. Ja.
Das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.